meine, Zeit ist ja auch nur so eine Idee. Ne? Also ich meine, ohne Uhr würde es keine Zeit geben. Also da sind wir uns ja mal ganz einig. Ne? Also Zeit an sich ist ja eine, also so wie sie jetzt wahrnehmen, ist ja eine relativ neue Konstruktion. So. Die gibt es so seit Beginn der Industrialisierung, seit überhaupt einigermaßen korrekte Zeitmessmaschinen möglich sind. Und was sagt uns das? Tick-Tack, Tick-Tack, die Uhr läuft. Vergeht ja nur deswegen, weil Instrumente sie messen und nicht, weil sie tatsächlich so passiert oder eine Relevanz hat. Das heißt, im Endeffekt sind wir alle immer noch in diese Stechuhr gepresst, die das damals notwendig gemacht hat. Also unsere Konzeption von Zeit, so wie wir sie wahrnehmen, ist halt total beschissen und idiotisch. Ich meine, eigentlich lebt doch jeder in seiner eigenen Zeit. Tick-Tack, Tick-Tack, die Uhr läuft, das ist halt ein ganz klarer Kommentar dazu, dass es halt, ja, dass wir in immer mehr Prozesse eingebunden werden, reingezwungen werden und viel weniger Möglichkeiten haben, uns selbst zu entfalten. Ganz klar. Also ich meine, damit hat Naomi Campbell auf jeden Fall einen wichtigen Beitrag zur Zeitkritik geleistet. Auf jeden Fall. Und das halt in einfachen Worten verbalisiert. Ich meine, mir kann ja niemand zuhören. Aber Naomi Campbell kann es in einfachen Worten und auf den Punkt gebracht ausdrücken. Punkt. Und deshalb sage ich, Tick-Tack, die Uhr läuft.